Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast. Und wir sind ja ein Kulturpodcast. Und ja, da haben wir uns natürlich gedacht, wir schauen uns mal Germany's Next Topmodel an, die Quelle der Hochkultur. Und damit, hallo Tomate. Jo, hallo Arti, hallo junges Gemüse. Du hast es schon ganz richtig gesagt. Wir machen heute mal richtigen Quatsch. Also ich glaube, so tief sind wir fast noch nie gesunken im Niveau. Gut, wir haben schon genug ZDF-Scheiß geschaut, so wie Watch Me. Deswegen passt es eigentlich. Ja, Ja. wir wollen heute mal einfach sinnlos über Germany's Next Topmodel-Kandidaten quatschen. Ja, also wir sehen jetzt hier schon ein Bild. Ich hoffe, die Zuschauer sehen das auch. Das ist eins der offiziellen Werbeplakate. Ja, eins der offiziellen Werbeplakate. Was, ja gut, was gleich auffällt hier, wie gefotoshoppt das ist, ne? Also die Heidi Klum in der Mitte, die schwebt ja richtig. Also die liegt nicht auf den Leuten, die ist auch ganz anders beleuchtet. Und gerade an den Füßen, finde ich, sieht man das übelst. Die, also das Bild ist wahrscheinlich sogar im Stehen aufgenommen worden, glaube ich. Ja, das Licht kam von oben, genau, ja. Von der Heidi Klum, genau. Und die anderen liegen halt alle. Also das ist hier so geil zusammengefotoshoppt. Oh Mann, oh Mann. Was Gut, ihnen und aber lustigerweise gut gelungen ist, ob beabsichtigt oder unabsichtigt, ist ihr High Heel, ihr Stiletto, genau in dem M drinne. Ja, das ist ganz cool, ja. Man sieht auf jeden Fall auch hier schon, es ist ziemlich divers, ne? Von den Kandidaten her. So Braune wie es Leute, ja. viele Brown-Leute. Genau, wir werden uns die im Einzelnen auch nochmal im Detail angucken und machen dann sogar eine Tierliste. Also es wird heute richtig lustig, Leute, es wird richtig lustig. Und Oh Mann, ey. wir haben ja gelernt jetzt, es gibt eine Neuerung bei diesem Format und zwar, es gibt jetzt Männer. Ich habe die ge Richtig. gedacht, die gibt es schon die ganze Zeit, weil ich das nie geschaut, aber anscheinend ist das jetzt ein Novum. Ich habe eine einzige Folge mal geschaut, vor ein paar Jahren, und ich muss sagen, das war richtig lustig. Ich habe das nämlich mit ein paar Kumpels geschaut. Es war Donnerstagabend, wir haben ein bisschen was getrunken, und das war so ein Dünsch, wirklich, diese Sendung. Also da ging es halt nur um Weiber, die sich anzicken und über High Heels reden oder irgendeinen Quatsch. Das war irgendwie herrlich. Also Ja, und ihr. beste Unterhaltung in dem Sinne. Ja. Ja, so richtig stumpfe Unterhaltung, also einfach zum Spaß haben. Naja, und jetzt haben wir halt hier auf jeden Fall Männer, ihr seht das schon. Und ich glaube, Es das geht ja auch ist recht schnell. durchwachsen. Es sind auch ein paar ordentliche Ensens dabei, also. Aber hier finde ich sogar noch krasser, wie Heidi Klum so über allem schwebt. Also hier passt die Beleuchtung, finde ich, überhaupt gar nicht. Von der Heidi zu den Männern. Also witzig. Aber sie haben sie gut eingepflegt hier. Also sie schwebt ja Ja, nicht ist so okay. 10 Meter über der Menschenmasse hier, sondern. Ja, aber also wirklich gerade die Füße, da finde ich es am deutlichsten. Also die hat halt ihre Füße nicht liegen auf der Hose von dem Typ da drunter oder so. Die schweben halt wirklich. Also sie ist ja auch ein Level über diesen Anfängern, also, Ja. ne? So Ein viel Abstand Botox-Level muss da drüber, sein, ne? Ein Botox-Level. ja, die ist schon Uff. gut gebotoxt mittlerweile. Okay, Wollen wir uns rein mal ins den tollen Met. Artikel jetzt holen? Ja. Ja, und zwar kommt jetzt die Premium-Quelle Bild. Also wir machen heute wirklich Hochkultur. Ja. Diese Models sind dabei. Ja, und jetzt haben wir hier so ein bisschen die Kandidaten. Können die uns mal betrachten? Eigentlich schon dieses Titelbild. Es ist wirklich. Oh je, oh Also je. der Also rechts, gerade der Typ oh rechts, Junge, der Junge. gruselt mich. Ja, Ja. also wenn ich dem nachts begegne, ich würde wegrennen. Also ich hätte Angst, was dann mit mir passiert, ganz ehrlich. Also das ist so, das, was du siehst, bevor dich ins Gebüsch zerrt. Da macht man ein Foto. Und Ja, und dann bist du der Bottom, ja. ja. Oh Gott, ey. Na gut, Ladies first oder solche, die es werden wollen. Wir fangen mal an. So, hier kommt erstmal. Richtig. So, da haben wir die Alexandra. Immer noch. Ist 21, kommt aus Erfurt. Genau, so zoomst du ein bisschen raus, da sieht man die im Ganzen. So, ich glaube, so kann man den Text noch lesen, Ja. ne? Aber wir sind jetzt hier richtig oberflächlich. Ich meine, die bewerben sich als Model und unsere Idee war jetzt, wir gehen die Kandidaten durch und wir haben in dem zweiten Tab dann so eine Tierlist vorbereitet, dass wir die jetzt auf einer Skala von Würde bis Abschieben bewerten. Und also hübsch ist die natürlich schon. Ich Ich würde lese sie mal in. kurz vor, ja. Ach so, machen wir das Weil mal, die ja, haben von ja mir. wichtige Statements hier verlautbaren Stimmt, lassen. hast recht. Action und Höhe. Für Alexandra kein Problem. Die angehende Dachdeckerin aus Erfurt ist leidenschaftliche Motorradfahrerin in ihrer Freizeit. Doch sie betont, dass man sie nicht als typisches Handwerker-Girl abstempeln sollte. Schade. Hatte schon so einen hier Kettensägenkalender mit ihr vor Augen. Ja, Handwerk ist Mist. eigentlich basiert.
Auf jeden Fall, klar ist die hübsch, ne, ganz mein Typ, muss ich sagen. Also ich würde sie, wenn wir 1 bis 5 machen, würde ich sie in die zweite Wahl einordnen. Ich weiß nicht, wie du siehst, ich glaube, du findest sie besser. Ich bin da Team Würde, jetzt müssen wir uns da irgendwie einigen. Ja, dann mach Würde, dann zugunsten. Wir machen dann immer Richtung Positiv vielleicht. Oder zum Extrem. Ja, dann machen wir Würde. Okay. Die ist für mich auch einfach zu jung. Na gut, ja. Naja. 21 ist eine erwachsene Frau. So. Oh. Lies du mal vor. Fabienne ist 20 Jahre alt und kommt aus Solingen. Das Model hat eine bewegende Vergangenheit und möchte nun mit ihren langen Beinen überzeugen. Und ich wette, von dieser bewegenden Vergangenheit hören wir ganz viel in dieser Sendung. Meinst du, das wird so ein Heulclip werden? Ja, natürlich, da wird auch ganz viel geheult. Also, wir gehen hier nur nach Oberflächlichkeit, nicht nach irgendwelchen anderen Sachen. Nee, ganz ehrlich, sie ist halt einfach nicht mein Typ. Ich würde sagen, abschieben. Sie ist zwar abschieben. Gut. Ja. Ich habe ja tatsächlich Richtung C geschwankt, aber ach, scheiß drauf. Wir sind ja hier. Echt? Wir sind ja ein Kulturpodcast. Ist hier Hochkultur. So, jetzt haben wir Felice. Ist 20 Jahre alt und kommt aus Berlin. Ihr Traum seit dem Kindesalter: Model werden. Passend zum Casting kaufte sie sich ein erstes Paar hohe Schuhe, denn vorher durfte sie keine besitzen. Sie durfte nicht. Aha. Ich finde das Foto richtig komisch von der. Also, die sieht ganz eigenartig aus. Also, die hat kein Becken irgendwie. Kannst du hier nach rechts klicken in dem Instagram-Bild? Also, da ist dann so ein Pfeil nach rechts. Gibt es da ein zweites Bild? Nee, rechts in dem Bild in der Mitte. Da. Kommt da noch was? Ach, tatsächlich. Ach so, okay. Oh. Da sieht man sie auf jeden Fall besser, ihren Körper. Also, hübsch ist die vom Körper. Oh. Man sieht das Gesicht halt viel zu wenig. Deswegen. Ach, ich weiß nicht. Ich würde sie wahrscheinlich zu A oder B einordnen. Also ich finde das mit den Beinen sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß auch nicht. Das sieht okay. So völlig unnatürlich aus. Ja, wegen mir dann B. Ich meine, wir müssen ja eh ein bisschen Varianz hier reinbringen, weil es sind Models. Die werden alle irgendwo hübsch sein. Ja, wo ist die jetzt zu finden? Jetzt ich glaube, die haben wir ja gar nicht. Die ist wahrscheinlich nicht mitgekommen. Doch, hier ist sie. Ha. Ah, da ist sie, B. Also B wunderbar. Oder C, ne? A, B. Also C, da haben wir noch andere Kandidaten. Gut. Ja. So, jetzt haben wir die Grazie. Grace ist 24 Jahre alt und kommt aus Düsseldorf. Sie weiß bereits, wie sie mit Kameras umzugehen hat. Auf Instagram lässt die Content-Creatorin über 400.000 Follower an ihrem Leben teilhaben. Also ganz ehrlich, die Grace könnten Ents sein. Ach so. Also, ja, also einfach dieses Bild, ich habe da irgendwie ganz komische Vibes. Einfach erstmal hat die übelst viel Puder im Gesicht. Übelst viel Schminke. Definitiv. Dann auch, dann auch so ein bisschen dieser unnatürliche Winkel. Also, ich weiß nicht. Du meinst, jeden Fall das ist der Winkel, den man als Ents wählen würde, um möglichst. Ja, das ist so ein sehr gestellter Winkel einfach. Es ist einfach so ein gestellter Winkel. Also. It's a trap. Also, vielleicht. Ich würde die auf jeden Fall nicht hoch einordnen, einfach weil die keine natürliche Schönheit ist. Also die ist für mich viel zu gemacht. Wenn sie jetzt eine Frau ist, ist sie ja nicht unhübsch, ne? Also nee, das halt nicht. Aber ist natürlich hier wirklich nur subjektiv alles und mit einer Prise Spaß zu verstehen. Für mich wäre sie tatsächlich C. Also unter der B-Frau auf jeden Fall. Echt? Nee, also. Ja, gut, okay, dann B. Dann machen wir B. Okay. Ich sehe schon, A und C bleibt dann leer. Nee, da finden wir schon noch was. So, jetzt haben wir Jana. Ist 24 Jahre alt und kommt aus Leiersheim, Kreis Germersheim. Nach ihrem BWL-Studium hat sie sich für ein Gap Year entschieden. Perfekt, um mit Heidi Klum um die Welt zu reisen. Ja, Mensch. Geht das hier? Nee, hier geht's leider auch nicht mit den Weiterklicken. Ja, weil sie halt nicht mehrere in diesem Post Fotos gemacht hat. Hübsch ist die auf jeden Fall, um Gottes Willen. Ja. Die Frage ist halt, ob die... Ja, doch, ich würde die schon zu S fast ordnen. Also ganz nach oben. Zu Würde? Ja, einfach, ich mag auch der ihre blauen Augen. Ja. Also ich würde ganz gerne noch den restlichen Körper mal sehen. Wir sind hier schließlich bei einer Fleischbeschau, aber... Ja, es ist... Ja, herrlich. Die wird da nicht die übelsten Zehennägelfüße haben auf einmal. Keine Sorge, liebe Frauen, wir kommen auch noch zu ganz attraktiven Männern. Also für euch gibt es auch noch was.
So, jetzt habe ich hier Khadija oder Khadija wird das wahrscheinlich gesprochen. Ich sage jetzt mal Khadija. Sie ist 21 Jahre alt und kommt aus Wien. Obwohl das Model bereits jetzt ihre Bedenken bezüglich des Umstylings hat, lässt sie sich auf das Abenteuer ein. Sie möchte hier ihre kreative Ader ausleben. Wie ist sie denn über die Grenze gekommen? Also wir haben jetzt Österreicher, die große Probleme haben, nach Deutschland reinzukommen. Schwierig. Ja. Ein kleiner Natürlich Schatz, nur, wenn man eine gewisse politische Gesinnung hat, dann darf man nicht nach Deutschland einreisen. Ansonsten steht die Grenze nach wie vor weit offen. Offen, gerade für unsere österreichischen Freunde. Aber ich verstehe den ersten Satz irgendwie nicht. Oder vielleicht bin ich da nicht im Modesprech so richtig drin. Ich wette, diese Bildredakteure, die werden schon irgendwie ein paar Folgen gesehen haben dürfen oder so, oder vielleicht mit denen gesprochen haben, mit den Showmachern. Und bei ihr wird bestimmt so eine Art Umstyling gemacht. Weißt du, dass sie vielleicht jetzt zum Beispiel, war das mal, hat mir ein Kumpel gesagt, der immer diese Scheiße schaut, Germany's Next Topmodel, dass es zum Beispiel mal eine Staffel gab, wo sich Ene dann so eine Kurzhaarfrisur machen lassen musste. Ach, und die war da eigentlich ziemlich dagegen. Und Okay. Das wurde dann halt so gemacht. Und vielleicht ist es mit ihr genauso, dass jetzt der Afro wegkommt oder so. Stimmt, das wäre natürlich hart, ja. Okay, sie müssen okay. Ja natürlich immer irgendwelche Dramen erzeugen. Ja, mir gefällt das nicht an dir. Ich würde sagen, wir können ihr das Drama ersparen. Abschieben? Ich hätte fast C gesagt, aber... Ja, nee, Spaß, die kann bleiben. Also... Die kann, ja. Ist okay. Also, ganz mein Typ ist er auch nicht, aber... Ja, also, die ist auch... Die hat doch was Asiatisches an sich, oder? Oder irre ich mich? Also ich würde fast sagen, die ist so... Die ist halt so ein absolutes Mischwesen mittlerweile, so ja. So ein Blasian, wie man sagt. Also so Black und Asian. Ja, das gibt's direkt zumindest in den USA den Begriff Blasian. Also ich wette, sie hat irgendwie einen schwarzen Vater oder Mutter und eine asiatische Vater oder Mutter. Ja, irgendwas ist da. Ja. Ja, ich denke auch. So, jetzt haben wir hier Lea. Da darfst du lesen. Ist 24 Jahre alt und kommt aus Düsseldorf. Sie ist nicht einfach zu übersehen. Mit ihren 1,81 Meter gehört sie zu den größten Kandidatinnen. Doch auch mit ihrer lebhaften Persönlichkeit steht sie oft im Mittelpunkt. Ja, die ist für mich ganz klar S. Also ohne Widerrede. Also mir sind die Beine tatsächlich eine Ecke zu lang. Ich meine, du siehst auf dem Foto ja nicht mal die Füße. Ne? Ja, was bei ihr so ein bisschen krass ist, wir haben vorher einen anderen Artikel angeschaut und da waren die Bilder immer nur so abgeschnitten und da dachte ich, die wäre eine viel kleinere Person. Aber die Beine sind irgendwie fast unnormal lang für den Oberkörper. Also so irgendwie das würde man so nicht erwarten. Tatsächlich, ja. Ja, also ich hätte die eher auf 1,70 geschätzt, wo das Bild abgeschnitten war, eher so über den Knien. Aber die ist auf jeden Fall echt groß. Also, aber trotzdem, ich meine, groß ist doch gut. Sicht ist hübsch, braucht man gar nicht. Ja, unbedingt. Reden, ne? Wo ist sie hier? Best hier. Ich sag ja, also A und würde. C wird wenig. Ja, na klar, man muss ja ein bisschen polarisieren. So. Leonie. Wo wir gerade bei Würde sind, ja. Ja, also, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Leonie ist für mich die allerbeste hier von allen mit Abstand. Die ist 24 Jahre alt, kommt aus Hannover. Die 24-Jährige hat bereits einige Erfahrungen als Model sammeln können. Das hat sie ihrer positiven Ausstrahlung zu verdanken. Die ist für mich noch über Würde. Also, nee, die ist schon ziemliche Traumfrau, muss ich ehrlich sagen. Jetzt simpst du ja rum, ja, Junge. Ja, ich weiß. So, wo ist sie? Ja, aber die ist gut. Hier? Die finde ich super. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob du ein bisschen ranscrollen willst, aber das Gesicht, ich finde, die sieht jemand ein bisschen ähnlich. Muss ich sagen? Dein kleinen Schwarm da, naja. Ja, komm. Ich finde, die sieht der Emilia Fester ziemlich ähnlich. Ich finde, Emilia Fester hat voll eine Klatsche, aber ich finde die wirklich hübsch. Ja, man sieht da von außen nicht, was drin ist im Kopf. Ja, genau. Und die sieht der Emilia Fester auf jeden Fall sehr ähnlich. Und ich glaube, die ist auch nicht sehr groß. Ich würde die vielleicht auf 1,65 oder kleiner schätzen. Also sie hat hier diese High Heels an. Die hat die High Heels deswegen an, genau. Nicht eine super große Frau, also das finde ich auch gut. Weil ich selber ein kleiner... Schmächtiger Typ. Ein kleiner Spaß, aber ja, das ist schon. Sie ist schon fast ein bisschen zu professionell, aber sie ist ja hier mit Model schon unterwegs. Ne? Also. Ich finde auch bei ihr das Alter gut, 24. Das ist wahrscheinlich einfach eine persönliche Sache. Sie ist halt nicht so jung wie die anderen. Ich finde das tatsächlich gut. Also sie wirkt halt reif, sie ist in ihren besten Jahren. Genau, also Frauen sagen ja immer, dass Männer so mit 21 unfertig aussehen. Aber ganz ehrlich, also Frauen sehen in dem Alter halt auch unfertig aus. Und so mit Mitte 20 bist du, wie du schon sagtest,
In der Blüte ausgewachsen. Würde ich auch sagen. Ja, bei Männern wahrscheinlich so mit 30 dann. Ja. Gut, weiter. Lilly. Ist 22 Jahre alt und kommt aus Mann. Ja, mach mit du, ihrem sorry. Modernen Look fällt die Lehramts natürlich Studentin sofort auf. Doch das war für sie nicht immer einfach. Der Mensch. Die wird wettig irgendwie queer sein oder hast du nicht gesehen? Ich denke, also, sie ist bi oder non-binary. Also mach du mal die Tierliste auf, schieb du die mal irgendwo hin. Wo ist sie denn? Warte, ich such das Foto noch. Hier ist es. Ja. Erste Reihe, ja, ziemlich weit rechts. C würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Also sie könnten noch was aus sich machen. Müssten ein bisschen ja, an ihrem einfach. Lebenswandel ich meine, drehen. Sie hat nicht das Problem, die Kurzhaarfrisur weggeschnitten, zurechtgeschnitten zu kriegen, ne? Ja. Sie kriegt dann vielleicht eine Perücke aufgesetzt. Aber unironisch, hey, aber ehrlich, also mit langen Haaren könnte die aussehen, ne? Ja, unbedingt, unbedingt. Also das finde ich ist generell so ein Ding. Also ich finde es immer ein bisschen witzig, wenn Frauen es sich Kurzhaarfrisuren machen, weil, weiß nicht, ich finde Frauen mit langen Haarfrisuren prinzipiell besser. Sie hat ja nicht Kurzhaar, sie hat ja wirklich so einen Igelschnitt, ne? Ja, das finde ich halt, ja, das ist echt unweiblich. Aber wahrscheinlich ist es bei ihr sogar so gewollt. Ich wette, die ist irgendwie feministisch, queer, irgendwas, weißt du? Dass sie auf alte weibliche Rollenbilder scheißt. So sie in ist, ist Lehramtsstudentin, braucht man ja, noch zu überreden. Ja, ne? Ja, die wird ein bisschen links unterwegs sein, ja. Aber schlank ist sie auf jeden Fall und ich finde, die hat auch ein nettes Lächeln. Ja, ja. Also ich denke auch mit so einer Kurzhaarfrisur, also wenn sie so ein bisschen wachsen lässt, dann sieht die auch gut aus. Aber ja, so ja, sieht ja. sie halt leider, jetzt mal ganz hart gesprochen, aus, als hätte sie irgendwie Krebs gehabt. Das ist, ja, das geht mit Langhaaren, finde ich, könnte die richtig top aussehen sogar noch. Also du könntest okay. bis Würde kommen, Mädel. Reiß dich zusammen. Ja, ohne Scheiß, die könnte weit kommen, aber naja. So, jetzt haben wir Lilian, da lese ich wieder. Lilian ist 24 Jahre alt und kommt aus Hannover. Sie verlässt das Haus nicht ohne ihre Heilsteine. Ob ihr das auch bei GNTM Glück bringt, das wird sich zeigen. Also wegen den Heilsteinen würde ich schon mal sagen, Abschied. Sie hat Heil gesagt. Oh je, oh je. Ja, also das aber können wir hier nicht gut heißen. Ganz ehrlich, für mich sieht das aus wie so ein KI-Bild. Ehrlich ja, gesagt, also das von Gesicht der, vor allem. Von der neuen Google-KI, die hier alles so divers macht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Gibt es so eine eigene KI von Google, die Bilder erzeugen kann. Und die macht dann, wenn du jetzt eingibst, zum Beispiel, es zeigt mir ein Bild von einem Soldaten oder so. Mhm. Ohne Scheiß, da kommt die Hälfte der Leute sind dann schwarz oder so, die da rauskommen. Also sie setzt übelst so, auf Diversität. Du, warte, du suchst, zeig mir Bilder vom Ukraine-Krieg-Soldat. Und dann kriegst du so ein okay. Könnte, nicht zwingend, aber es könnte unter anderem sein. Die Wahrscheinlichkeit ist bei der Google-KI sehr hoch. Okay, also wir machen ja. die Wirklichkeit, wie sie uns gefällt. Richtig. Jedenfalls, ja, also ich meine, super hässlich ist die nicht, auf keinen Fall, um Gottes Willen, aber die ist ja einfach nicht mein Typ, deswegen würde ich sagen, abschieben. Und die Heilsteine. Ja, es wirkt komisch. Also sie sieht für mich aus wie so ein Computerspielcharakter. Okay. Also dieses Gesicht da, das wirkt ja, so unnatürlich, ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ich hab's tatsächlich vor mir, ja. Okay, gut, jetzt gehen wir in die Tierliste rein und sortiere die ein. Da ist sie. Jawohl. Düsi fliegt. So. Oh, Düsi macht wieder. Überstunden. So, jetzt haben wir hier, Gott, Lütwein, Lütwine. Der Name ist schon abschieben. Und kommt aus Lemgo. Ist es eine Stadt oder ein Land? Ich weiß, habe mich auch gefragt, ich weiß es nicht so. Sie Lemgo möchte ist eine sich... Stadt in Nordrhein-Westfalen. Ne? Okay. Sie ist, also Lütwine, sie möchte sich ihren Ängsten stellen und sich selbst beweisen, was sie alles schaffen kann. Die 21-Jährige wechselt ständig Frisuren. Das könnte doch schon mal von Vorteil sein. Ja. Nee, ja. Die ist für mich überhaupt nicht. Ich finde, einfach auch vom Gesicht her, ich finde, die hat kein schönes, anmutiges Gesicht. Die sieht ein bisschen aus wie ein Mann. Ganz ehrlich, ja, jetzt mal ohne Scheiß, zoom mal ran. Könnte ein Kerl sein. Ja. Ist das vielleicht sogar ein Kerl? Zoom mal ran. Bitte. Es könnte halt sein. Ne? Es könnte, ja, wir wollen jetzt nichts. Aber ja, es könnte fast sein. Also, ich meine, man muss ja wirklich sagen, bei GNTM mittlerweile, was man so hört, da gibt es immer so in zwei Trans-Leute. Also, ja, für mich abschieben. Ich finde also das Becken auch ist nicht zumindest sehr weiblich. Weiblich, ne?
Ach, findest du gerade das Becken zum Beispiel? Ja, schieb's immer rein und dann reden wir nochmal drüber. Weil, guck mal, das ist, wir hatten doch mal dieses Thema mit den Trans-Comics, hatten wir besprochen. Da gab es so einen Trans-Comic, da ging es um Kleidertipps für Trans-Leute, für Männer, die wie Frauen aussehen wollen. Und da wurde genau das beschrieben, du sollst nämlich so hüfthohe Hosen tragen. Also, die halt nämlich verdecken, dass du gar nicht so eine Sanduhrfigur hast. Und die kann ich hier nicht erkennen. Stimmt, das geht ja bis zum Bauchnabel, ja. Eben, das ist, ich sag, das ist ein Mann. Scheiße, jetzt müssen wir den Mist ja demnächst allem, mal gucken, vor allem dazu noch dieser Name, zu werden. Vor allem dazu noch dieser Name Lütwine. Das klingt auch wie ein Fantasiename. Mhm. So wie ausgedacht. Ja, also ja, hier kommt einiges zusammen. Ja, hier kommt einiges zusammen. Also das wird eine richtig schön diverse Staffel. Ihr könnt euch freuen. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir hier Nuri. Ja, da müssen wir den Text, glaube ich, lesen. Ist 21 Jahre alt, kommt aus Berlin. Sie studiert Lehramt und ist Teil verschiedener Gaming-Communities. Ihre Vergangenheit war nicht immer einfach. Als Transfrau möchte sie Zeichen setzen. Ja. Du kannst nochmal in dem Bild auch weitermachen, auf das nächste Bild. Ja, Entschuldigung. Abgelenkt. Ja, habe ich gemerkt. Genau. Klick mal hier aufs nächste Bild. Ich frage mich die ganze Zeit, ob sie diese Shoyoka kennt. Was, ja, die sieht die ähnlich? Sieht die auch so aus? Das ist auch so eine, ich bin trans und Gamerin. Was, Shoyoka ist trans? Ich hätte es gedacht. Keine Ahnung von der Frau. Nee, die meine ich nicht. Na egal. Bei der lustigerweise muss ich wirklich sagen, wir hatten gestern mal in den Artikel reingeschaut und noch bevor ich den Text gelesen habe, habe ich zu dir gesagt, Marty, das könnte ein Mann sein. Das stimmt. Und es ist so. Also, aber gut, auf dem Foto zumindest, ne? Hat sie, ja, aber hat sie sich ganz gut, ehrlich, das muss man schon sagen, sie tut wirklich das beste Foto machen, oder er, wo er am meisten wie eine Frau aussehen will, also was er wo er am vorzeigbarsten ist, und trotzdem sehe ich das. Das ist vielleicht mal ein Kerber. Also man sieht das halt einfach als Mensch. Also ich muss sagen, hier hätte ich Probleme. Also das könnte halt auch eine Frau sein, einfach. Ne? Ja, auf dem Bild, aber ich hatte schon echt so Vibes irgendwie gleich. Einfach weil das ist wieder, was ich auch bei der Grace hatte, ich finde, das wirkt so arg gestellt einfach auch. Also so extrem gestellt. Und auch, vor allem um die Augen irgendwie. Die Augen und den Mund, das hat für mich irgendwas Männliches. Also, ja, aber es gibt halt auch solche Frauen, die so aussehen. Das macht die Sache halt schwierig. Mhm. Wir müssen dann mal, wenn wir mit den Frauen durch sind, gucken, wie viele von denen dann trans sind. Unserer Meinung wahrscheinlich, also wie wahrscheinlich hoch der Prozentsatz ist. Wahrscheinlich nur die eine. Wahrscheinlich sogar nur die eine. Also vielleicht habe ich davon. Nee, also wo wir jetzt denken und dann rechnen wir das mal hochprozentual. Okay. Was machen wir jetzt mit der? Naja, abschieben. Naja, klar. Ernsthaft? Ja, na, warum denn nicht? Na gut. Es ist ein Mann, der sich als Frau verkleidet, also. Und alle beklatschen das noch in der Sendung. Und reden im einen Jahr, du bist eine Frau, also das möchte ich nicht unterstützen. Angenommen, sie hätte es jetzt noch, oder Enz hätte es besser geschafft, dass dein Radar versagt hätte, wo hättest du sie dann hingepackt? Immer noch Person? Abschieben. Also wenn ich das weiß, dann. Nee, das ist, also da sollst du nicht bei den Frauen als Model mitmachen. Das möchte ich nicht. Okay. Dass Männer bei Frauen modeln, das finde ich nicht gut. Ja, klar, das auf jeden Fall. So, jetzt haben wir Marcia. Achso, du liest wieder. Aus der Schweiz kommt sie anscheinend. Mhm. Marcia ist 23 Jahre alt und kommt aus Neuenhof in Klammern Schweiz. Sie jongliert zwischen Nachtdienst im Krankenhaus und Modeljobs am Tag. Vielleicht kann sie ihrem Job bald Vollzeit nachgehen. Was haben wir denn hier noch? Ach, schon mal auf der Plantage, sehr gut. Das Alter. Hat jetzt aber gedauert. Alter. Okay. Ja, also klar, nennt uns rassistisch, aber sie ist einfach nicht mein Typ. Und wir haben hier eine Kategorie 1 bis 5 und ich soll jetzt hier nach Schönheit bewerten. Also hässlich ist sie nicht, auf keinen Fall. Aber ich meine, das sind alles hübsche Models. Deswegen würde ich sie in die unterste Kategorie einordnen. Sie hat halt nicht diesen europäischen Einschlag, den du manchmal an diesen Gesichtern hast. Ne? Ah, weiß nicht. Das würde ich schon sehen, tatsächlich. Ja? Ein bisschen. Vielleicht weniger als andere, aber ein bisschen schon, ja. Aber ja, also für mich, sie ist einfach nicht mein Typ. Und naja. Ich würde sie tatsächlich nicht abschieben. Gut, dann sie in C setzen. Wegen mir, ja, weil hübsch ist sie trotzdem. Also das möchte ich dir gerne absprechen. Ist halt einfach nicht mein Typ. Okay, dann machen wir C.
Gut, dann haben wir hier Mare. Alter, Alter. Da müssen wir auch vielleicht mal die Bilder noch durchklicken bei der guten Mare. Der hat mehrere. Mare ist 22 Jahre alt, kommt aus Gmund am Tegernsee. Sie fällt gerne auf und möchte mit ihrer Wandelbarkeit überzeugen. Und ja, also die fällt mit vielem auf. Ach Gott, wenn ich die Tattoos schon sehe und die Piercings im Gesicht. Hab bitte noch weniger an. Ja, bitte. Also wie nuttig wollen sie sein, ja. Die hat das sogar im Gesicht Tattoos. Ja, eben. Ach du eben. Scheiße. Und das ist bei der richtig schade, weil die ist echt hübsch. Er hat einen super Körper, ein hübsches Gesicht, aber also die, nee, gar nicht. Also die hat sich einfach zerschossen. Das ist für mich einfach kein Model, weil das Ding ist ja auch bei einem Model, ich weiß nicht, zumindest stelle ich es mir so vor, wenn ich jetzt auf Amazon gehe oder in irgendeinen Katalog und will jetzt ein Kleidungsstück mir raussuchen, dann will ich ja, dass die Models irgendwie relativ wie soll ich sagen, unscheinbar sind. Also die sollen hübsch sein, klar, aber ich will ja mich vor allem auf die Kleidung konzentrieren. Und wenn die dann so viele Tattoos hat und alles, also es lenkt mich irgendwie ab von dem Thema Kleidung. Aber vielleicht tue ich das jetzt sehr funktional sehen, das Thema Modeln. Also ich finde tatsächlich, die hat sich mit den Tattoos alles zerschossen. Ja, also total. Wirklich alles. Wirklich, wirklich, wirklich. Also komm, das sag mal abschieben, oder? Tattoos im Gesicht und... Ja, C und oder so abschieben ist... Abschieben. Okay. Abschieben. Das wird eine gute Hassfolge. Naja, guck, die wir davor hatten, die ist ja zehnmal hübscher gewesen dann. Also dann die. Ja, stimmt. Ja, also, okay. Sarah haben wir jetzt. Sarah ist 28 und kommt aus Berlin. Sie möchte ihre Selbstzweifel der Vergangenheit belassen und ihren Traumberuf als Model verwirklichen. Aha, die hat Selbstzweifel? Also hässlich ist sie auf keinen Fall. Hübsch. Sie hat, finde ich schon mal positiv, keine Tattoos oder irgend sowas, die sie da in ihrer Selbstzweifelphase da... Ja, das ist eine echt nette, hübsche Frau. Ja. Wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, ich würde sie nicht ganz oben einordnen, muss ich ehrlich sagen. Also, aber bei A würde ich sie schon sehen. Es ist auch nicht mein Typ, tatsächlich. Ja, dann mach mal A vielleicht, oder? Dann haben wir endlich mal jemanden da. Genau. Lange hat es gedauert. Ja. Ja, find mal schon noch was. Okay, weiter. Ich meine, sie hat wieder diese Hosen an, die du bemängelst, ne? Aber. Ja, aber das ist eine. Ich, für mich wirkt die weiblicher, als was wir bisher gesehen haben. Das ist, denke ich, eine echte Frau. Ja, ich verstehe auch wirklich nicht, wie die Selbstzweifel haben kann. Ja, da ist vielleicht was anderes passiert, keine Ahnung. Berlin ist passiert anscheinend. Ja. So, jetzt haben wir Stella. Ist 34, oh, und kommt aus Dortmund. Sie ist Mutter von 4 Jungs. Hui. Und einem Hund. Also sie ist Mutter von dem Hund. Nee, egal. Jetzt möchte sie ihren Traum als Model in die Tat umsetzen. Ja. Ja, die ist echt hübsch. So junge, also vierfache Mutter und sich so gehalten. Eben. Respekt. Und vierfach Mutter und noch ein Hund, das ist sehr basiert und sich gut gehalten. Die hält sich offensichtlich sehr gesund. Also ich würde sagen, würde. Ja. Wo ist sie denn? Habe ich das Bild vergessen? Oh, das kann vielleicht fast sein. Doch, da ist sie, da ist sie, unten ist der dritte von links, ja, genau. Alles klar, ja. Stella ist in der Würde-Region. Also ich hätte sie persönlich zu A gesetzt, weil sie nicht ganz mein Typ ist, aber... So, ja, warte, stopp, dann machen wir das. Ich hätte nämlich auch eher zu... Na gut, bei mir hat es ein bisschen tatsächlich diese Untertext rausgerissen, dass sie halt 4 Kinder hat, das finde ich halt echt cool. Ja. Aber gut, jetzt rein vom Aussehen hätte ich sie auch eher bei A gesetzt, jetzt nicht wegen dem Alter, auf keinen Fall, sondern weil sie hat halt so ein bisschen dieses sehr kühle Modelmäßige. Weißt du? Ja, das ist okay. Also, aber wir haben ja Leonie gesagt, zum Beispiel fand ich super, wie die lächelt. Wir haben ja gesagt, im Zweifel eins höher und dann passt das. Ja, genau, dann machen wir das. So, jetzt haben wir Tracy aus Düsseldorf. Tracy Baumgarten nahm bereits an der 18. Staffel der Castingshow teil. Doch sie entschied sich dafür, die Sendung freiwillig zu verlassen. Im Live-Finale bittet sie Jurychefin Heidi um eine zweite Chance. Und die bekommt sie auch. Im Live-Finale? Aha. Tja, ich würde sagen, die zweite Chance ist ein Flug in den Süden. Okay, dann klicken wir weiter. Wir haben ja noch mehr Bilder bei der. Kannst du nochmal klicken? Achso, haben wir. Ah, okay, Entschuldigung. Ja. Okay, dasselbe. Okay. Das ist auch so überschminkt, das könnte auch ein End sein. Und auch ja, wieder dieser und Name, die Tracy. Und, ach. Und die, so viel Puder am Gesicht. Das, ja. Okay. Auch der Winkel wieder, das. Also klar, die hat Brüste, aber. Und die Augenbrauen, ach, das ist alles. Alles, ja, das ist komisch.
Komisch, komisch. Da passt nicht zusammen. So, und dann haben wir noch Vanessa. Mhm. Soll ich? Nee. So, Vanessa ist 22 Jahre und kommt aus Viernheim bei Mannheim. Ihre Leidenschaft: Thai-Boxen, Kochen und Musik. Jetzt möchte sie sich bei Germany's Next Topmodel beweisen. Wir haben auch noch mehr Bilder. Ja, warte mal. Also ich mag den Schmickstil sehr... überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sie hat diesen Modelblick. Ja, ja. Also ich würde sie bei B tatsächlich einordnen, in der Mitte. Ich würde sie tatsächlich in der Mitte einordnen. Das ist so eine Kurzhaarfrisur, wo ich sage, das kann gut aussehen. Also das, was sie im restlichen Gesicht da rumgeschminkt hat, ist nicht meins, aber... Ich sag B. Ich hätte A gesagt, aber die Fingernägel, da bin ich bei B. Also das ist... Ja, wir haben noch zu wenig bei B. Gut, bei A auch, aber ja, lass B machen. So. Zu Vivian. Ach gut, da haben wir gar kein Bild, dann machen wir weiter. Dann gehen wir zu Xenia. Xenia, da haben wir dieses Bild und der Text lautet: Xenia ist 23 Jahre alt und kommt aus Hof. Mit ihrem Selbstbewusstsein ist sie immer wieder auf Kriegsfuß. Das möchte sie mit der Teilnahme bei GNTM nun endgültig hinter sich lassen. Mit ihrer humorvollen Art möchte sie Heidi überzeugen. Geht es da auch um Persönlichkeit? Also ich als Heidi hätte dann gesagt, erzähl mal einen Witz, wenn du so humorvoll bist. Ja. Ne? Und da übrigens, also... Oh, ich sehe wieder die Hose. Ist das gerade Mode oder was? Ich habe vorsichtige Vibes. Auch einfach im Gesicht wurde meiner Meinung nach auch was gemacht. Also das könnte auch wieder ein End sein. Nee, also hier, sie ist nicht. Ja, auch der Name Xenia, ich weiß nicht. So, ja, das passt nicht. Schon. Also das ist... Ja, okay. Also auf jeden Fall ist sie gar nicht mein Typ. Ich persönlich würde sie eher bei C sogar sehen. Ich finde die irgendwie künstlich. Haben wir hier noch mehr Bilder? Nee, ne? Nee. Muss ich also jetzt entscheiden. Anhandessen. Hm. Ich sag C. Von mir aus lasse ich mich auch zu B hochhandeln. B passt schon. B? Okay, ja. Gut. Wir sind aber ziemlich extrem unterwegs hier gerade. Ach, das ist so bei solchen Listen. Das ist okay. So, wie viele waren jetzt Ensens davon? Ja, das wissen wir ja nicht, aber wir haben bei einigen gesagt, unserer Meinung das können Ensen sein. Also hier bei B, bei die Quays, die zweite. Ja. Die vierte habt ihr ja jetzt kurz vermutet, aber wahrscheinlich nicht. Bei C keine, die sind echte Frauen. Bei Abschieben die vierte und der letzte. Hier, oder die letzte. Das könnte, denke ich, auch fast ein Mann sein. Also gar nicht so viele tatsächlich. Ach so, nee, und die dritte bei Abschieben, die Lüdwina. Stimmt, die machen wir. Ja, also doch einige, finde ich, dafür, dass du hier, was weiß ich, 20 Leute hast. Gut, mach mal weiter. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Oh. Haben vielleicht doch die Männer noch getrennt in einem anderen Video. Ja, das machen wir wahrscheinlich so. Okay, komm. Ja, dann machen wir das so. Warte. Also, liebe Leute, dann sehen wir uns. Stopp. Was denn? Wir haben, dachte ich, noch welche. Bei Frauen. Geh nochmal in den Artikel rein. Sekunde. Oder kommen jetzt nur noch Männer? Ich dachte, Xenia war die letzte. Ach so, alles klar. Genau, das ging ja alles klar. Ja. Du hast recht. Ja, wunderbar. Ja, perfekt. Da haben wir jetzt unsere Tierlist. Die kannst du nochmal zeigen im anderen Tab. Du überforderst mich hier. Ja, schreibt's in die Kommentare, ob ihr die guten Damen und Herren der Schöpfung auch so eingeordnet hättet. Und ja, für die richtigen Herren der Schöpfung sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Tschüss.